Moin bei Koch mal schnell. Heute gibt es wieder schnelles Spargeltoast im Ninja Foodie Grill. Ihr seht, wir haben nicht viel Zutaten, Spargel und ein paar weitere Zutaten noch. Und dann geht es auch schon los, den grünen Spargel hier nur 5 Minuten kochen. Das reicht, damit er ein bisschen weich wird. Toastbrot toasten, aber auch nur so mittlere Stärke. Das wird noch braun. Hollandaise verstreichen auf den Toastbrotscheiben hier, damit sie schön saftig bleiben. Dann gibt es Kochschinken oben drauf. Ihr könnt auch Brute nehmen oder Hähnchen. Dann kommt als nächstes hier ein bisschen Gratin-Käse zum Anschmelzen. Nach dem Gratin-Käse kommt da schon unser Spargel. Der passt hier genau, sonst müsst ihr so ein bisschen schneiden. Und auf den Spargel gibt es jetzt hier oben drauf noch ein paar Cocktailtomaten, die ich halbiert habe. Das ist richtig lecker, gibt so ein bisschen Säure hier. Das passt wunderbar zum Spargel. Und nach den Cocktailtomaten kommt der Rest der Hollandaise oben drüber. Und das Ganze würzen wir noch mit ein bisschen Pfeffer und Salz. Und als letztes geben wir jetzt unseren Parmesan oben auf die Spargeltoast. Und dann geht das Ganze ab in den Ninja Foodie Grill hier in den Knusperkorb. Und ich habe hier bei mir Bake eingestellt an der Maschine, 180 Grad. Und das Ganze nur 10 Minuten, geht auch mit Airfry. Und fertig sind unsere leckeren Spargeltoast hier. Hat wunderbar geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.